Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown bei uns hier auf dem Kanal, sofort und gleich YouTube. Heute gibt es die Parfait Vengeance Box. Schauen wir mal ganz kurz da rein, was ist jetzt neu rausgekommen. Da haben wir einmal den Vengeance Quagmire, ist eine relativ nice Pre-Combo. Dann haben wir That's My Parfait, ganz normale Combo-Karte, Fighter-Combo-Karte. Können wir mal ganz kurz reinschauen, was es hier so alles gibt. Relativ nice, Fighter ist echt relativ nice, muss ich sagen. Der Jealous Bobby ist mega cool, gucken wir mal weiter. Dann haben wir Capoeira Reginald, der Koala da. Dann haben wir hier die Fashion Wrestling, die jeder von euch, oder wo nicht jeder von euch, aber einige von euch mit Sicherheit schon einmal wenigstens haben werden, wenn sie mal dann fusen können unter Umständen. Eventuell kann es der ein oder andere sogar schon Quad fusen. Dann haben wir noch den Fischer, den Klaus, der Heisler. Ja, den brauche ich nicht wirklich. Also das ist was, was mich davon abhalten würde, diese Box zu holen. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, den zu bekommen. Dann hätten wir den Hank Hill. Ja, den Hank Hill ist natürlich auch eine mega geile Karte. Gucken wir in die Mastery rein. Dann haben wir hier zum einen für 500 Gems Can't Get Clean. Jetzt gucken wir mal schnell in die Combo rein. In die Combo rein. Wie die mega tolle Combo. Einmal ein Dale mit Crack, also eine Drogenkarte. Dann kommt Can't Get Clean bei raus. Also Schrott. So, dann haben wir hier Singing Bus Boy. Auch das, ein Dr. Soldberg mit einer Restaurantkarte und dafür 500 Gems ausgeben. Dann haben wir hier Taxidermy Artist, auch das, diese komische Artist-Kombo-Karte. Diese komische Kolonie, das ist... Kickt mich nicht wirklich, die habe ich auch ständig recycelt. Dann haben wir einen Beef Squatch, den wird der ein oder andere von euch kennen. Am Anfang war das ein Horror gewesen, gegen den anzutreten, wenn der aufs Feld gekommen ist. Aber da es ja auch keine Legendary Restaurantkarten gibt oder sowas. Aber es gibt Epic Restaurantkarten, was dann. Ja, aber es lohnt sich nicht wirklich, das Ding dafür zu holen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation 2 oder mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn sofort.